Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei LokalTV, Ihrer Berichterstattung aus nah und fern, aber mit dem Schwerpunkt natürlich nah. Wir haben für den Monat Dezember wieder für Sie Berichte zusammengestellt aus Haltern am See und Dülmen. Und es geht los mit Haltern am See, Wirtschaftsgespräch im Seehof. Der ZDF-Fernsehjournalist Dr. Stefan Leifert referierte im Seehof zum Thema Ausnahmezustand in Europa. Er ging dabei auf die aktuellen Terroranschläge ebenso ein wie auf die Flüchtlingskrise und die Griechenland-Krise. Das war sein drittes Schwerpunktthema. Aktueller hätte das Thema der Halterner Wirtschaftsgespräche nicht sein können. Dr. Stefan Leifert, Fernsehjournalist im ZDF-Studio Brüssel, berichtete hautnah über seine Arbeit in der EU-Metropole. In seinem einstündigen Referat ging er dabei auch auf die aktuellen Ereignisse in Paris und Brüssel ein. Die große Überschrift ist Europa im Ausnahmezustand. Ich bin jetzt seit 14 Monaten insgesamt in Brüssel und habe so ziemlich die heiße Zeit dort miterlebt mit 14 Monate Krise. Erst Griechenland, jetzt die Flüchtlingskrise, zugleich jetzt seit einer Woche auch noch der Terror. Also die Überschrift ist Europa im permanenten Ausnahmezustand. Terrorismus organisiert sich immer dezentral, nutzt natürlich auch die Zersplitterung Europas aus, die Tatsache, dass es verschiedene Dienste gibt. Ich glaube, für die Analyse ist es noch zu früh. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass der Austausch an Informationen nicht so geklappt hat, wie es hätte klappen sollen. Das sieht man ja auch an der Absage des Fußballspiels. Da kam der Hinweis dann zum Glück von einem ausländischen Dienst. Aber das ist offenbar noch nicht so selbstverständlich, wie es sein sollte. Besonders die Polizeiaktion in Molenbeek bekam Leifert hautnah mit. Dort leben rund 100.000 Einwohner, die meisten davon Muslime. Den Einsatz der Sicherheitskräfte konnte er vom Fenster seiner Wohnung aus beobachten. Ich habe das gleich auf zweifache Weise erlebt. Ich wohne 100 Meter von Molenbeek entfernt. Uns trennt also quasi nur ein Kanal von Molenbeek. Und das ist schon eine sehr besondere Atmosphäre gewesen die letzten Tage. Man wachte mit Sirenengeräuschen auf und Blaulicht, was man durchs Fenster sah, und ging mit dem gleichen Geräusch wieder ins Bett. Das ist das, was in Molenbeek passierte. Und zugleich hat uns das natürlich als Brüsseler Journalisten auch ziemlich in Beschlag genommen, weil wir dann immer den aktuellen Fahndungsstand verfolgen mussten. Neben dem Terroranschlag berichtete Leifert von der Pressearbeit aus dem Brüsseler Europaparlament und über Angela Merkel, die dort European Queen genannt wird. Er erinnerte dabei an die zähen Verhandlungen während der Griechenland-Krise. Die aktuelle Flüchtlingssituation und die Herausforderungen des Europaparlaments waren ein weiteres Thema seines Vortrages. Von den 160.000 Flüchtlingen aus Griechenland und Italien seien bisher gerade einmal einige hundert verteilt worden. Das verdeutliche den schwierigen Einigungsprozess. Er hob hervor, dass Flüchtlingspolitik nichts mit den Terroranschlägen des IS zu tun habe und wies dabei auch auf das Gefährdungspotenzial in Deutschland hin. Natürlich kann ich verstehen, wenn jeder ein mulmiges Gefühl hat, aber ich glaube, das wäre genau die Reaktion, die sich Terroristen von uns ja wünschen, dass wir aus Angst nicht mehr unser Leben so führen, wie wir es tun. Statistisch ist es nach wie vor immer noch gefährlicher, über die Straße zu gehen oder am Straßenverkehr teilzunehmen, als bei einer öffentlichen Veranstaltung irgendwie in Gefahr zu sein. Das mulmige Gefühl kann ich verstehen. Ich hoffe, dass sich das möglichst bald widerlegt. Leifert ließ in seinem Vortrag die Zuhörer hinter die Kulissen schauen. Er berichtete auch über die Verwertung von Informationen von Spitzenpolitikern, am Beispiel einer möglichen Kandidatur von Bürgermeister Bodo Klimpel als Bundeskanzler. Eine Fragerunde schloss den sehr informativen Abend ab. Haltern am See, Kalkaktion in Haltern-Hullern. Dem Waldsterben in Hullern beugte jetzt eine Aktion der Gelsenwasser AG vor. Ein Hubschrauberpilot verstreute kohlensauren Magnesiumkalk über dem Waldgebiet. Der Hubschrauberlärm ist weit zu hören. Über den Baumwipfeln der Waldflächen in Hullern verteilt der Helikopter kohlensauren Magnesiumkalk. Im Auftrag der Gelsenwasser AG als Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft Haltern. Auftragnehmer der Maßnahme ist die deutsche Heliforst GmbH. Bodenuntersuchungen des Waldes hatten sehr niedrige pH-Werte ergeben. Ja, wir haben im Vorfeld Bodenuntersuchungen gemacht und haben festgestellt, dass die Böden stark versauert sind. Das sind pH-Werte von etwa 4,0 und das sind sehr niedrige Werte. Und um da die Werte anzuheben und das Waldwachstum wieder zu fördern und auf jeden Fall oder auch gesundere Wälder zu erhalten, führen wir diese Kalkung durch.
Hubschrauberpilot Matthias Pauken kennt sich mit der Technik genau aus. Bei guter Witterung fliegt er von morgens bis abends. Ein GPS-System zeigt an, welche Flächen bereits bekalkt wurden. Bei guter Witterung soll die Maßnahme in 3 Tagen beendet sein. Bei der Bekalkung fliegen wir so, versuche ich so einen Schnitt zwischen 5 und 10 Meter über den Bäumen zu fliegen. Komplette Befliegung wird per GPS aufgezeichnet. Und sobald ich den Kübel auslöse und er anfängt zu streuen, wird dann auf dem GPS dann der Bereich, wo ich beflogen habe, der wird dann grau ausgemalt. Rund 66.000 Euro wird die Bekalkung der 277 Hektar großen Fläche in Hulon kosten. Eine Gefahr für Waldspaziergänger und Radfahrer besteht dabei nicht. Also wir haben den Wald nicht gesperrt. Wir haben im Vorfeld alles Mögliche getan, um zu informieren, dass es wirklich diese Kalkung stattfindet. Der Kalk ist auch völlig ungefährlich. Sollte man mal was abkriegen, ist es also wirklich nicht gesundheitsschädlich. Und jeder, der im Wald ist, der wird den Hubschrauber auch hören und dann entsprechend reagieren können. Forstamtmann Albert Oehlmann hofft, dass die Bekalkungsaktion die erhoffte Wirkung erzielt und dem Waldsterben entgegenwirkt. Eine neue Bekalkung wird erst in 10 Jahren wieder erforderlich sein, so Albert Oehlmann. Dülmen, Spielemesse 2015. Jetzt ist wieder Zeit, sich über mögliche Geschenke Gedanken zu machen. Da kommt für manchen jeder Tipp gelegen. So gab es für Liebhaber von Spielen in Dülmen Gelegenheit zur Information. Die Stadt Dülmen führte in Kooperation mit dem Kreisjugendamt eine Spielemesse durch. Rund 800 Brett- und Kartenspiele konnten dabei getestet werden. Spiele, soweit das Auge reicht. Im Forum Bendix wurde gespielt und ausprobiert, was das Zeug hält. Spieleberater Rainer Hutmann kennt sich aus. Viele Anleitungen kennt er auswendig. Hunderte Spiele kennen wir als Begleiter dieser Ausstellung. Es ist immer zeitabhängig. Es können kurze Spiele sein, aber auch längere Spiele sein. Von 20 Minuten bis zu 4-5 Stunden. Das dürfen auch mal Brett- und auch mal Kartenspiele sein. Die Spielemesse findet im Kreis Coesfeld schon seit einigen Jahren statt. In jedem Jahr bisher mit wachsendem Zuspruch. Wir möchten gerne, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, dass sie miteinander spielen. Und wenn Sie mich fragen, wie das Motto dieser Veranstaltung lauten könnte, dann würde ich Ihnen sagen, das Brettspiel lebt. Am meisten nachgefragt die Spiele des Jahres 2015. Nicht alle Spiele werden vom Kreisjugendamt gekauft. 300 bis 400 Besucher je Veranstaltung sind für viele Hersteller ein Grund, Neuheiten kostenlos an das Kreisjugendamt abzugeben. Also wenn ich mir die Entwicklung in den letzten Jahren angucke, wir haben mal gesagt 666 Spiele. Es sind mittlerweile weit über 800 Spiele, die wir hier ausliegen haben. Erklärt werden diese Spiele von versierten Spielepädagogen. Wir haben ein Team von 6 Leuten, die sich wirklich ganz hervorragend mit den Spielen auskennen, die sogenannten Spieleerklärer. Es ist nicht immer ganz einfach, so eine Spielanleitung sofort zu verstehen. Ohne Kaufzwang ein Spiel ausprobieren zu können, das hat sich bei vielen Besuchern herumgesprochen. Oft verspricht der Kartonaufdruck nämlich mehr, als der Inhalt hergibt. Ich bin ganz überrascht. Ich bin hier mit meiner Mutter. Ich dachte, wir gehen hier wie durchs Geschäft und gucken mal. Wir suchen noch ein Weihnachtsgeschenk und jetzt sitzen wir hier schon seit über einer Stunde und spielen und kommen gar nicht mehr vom Tisch weg. Die Spielemesse kam besonders bei den Kindern an. Ich spiele am liebsten so Strategiespiele, weil man sich ja anstrengen muss. Ich spiele sehr gerne Siedler von Catan. Und ja, man muss mit Hilfe von verschiedenen Rohstoffen muss man ja verschiedene Ziele erreichen, verschiedene Straßen bauen, Städte bauen und sowas in der Richtung. Ob das Spiel des Jahres 2015 für einen Kauf in Frage kommt, bleibt abzuwarten. Die Spielemesse hat auch in diesem Jahr wieder Kaufinteressen geweckt und dafür gesorgt, dass der Gang ins Spielwarengeschäft nicht im Nirvana der Angebote endet. Eisbahneröffnung in Dülmen. Kinder und Jugendliche erwarteten auch diesmal wieder mit Spannung die Öffnung der Eisbahn. In den nächsten 6 Wochen können nun Jung und Alt ihr sportliches Talent auf der Eisfläche unter Beweis stellen. Daneben soll ein ständig wechselndes Programm sowie besondere Veranstaltungen auch Besucher hierher locken, die nicht Eislaufen wollen. Mit Sehnsucht erwarteten die Kinder und Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder die Eröffnung der Eisbahn.
Bürgermeisterin Lisa Stremlau begrüßte. Sie freute sich, dass auch 2015 durch Dülmen Marketing und einige Sponsoren wieder eine Eisbahn finanziert werden konnte. Ich würde einfach mal sagen, wir haben Glück gehabt, dass viele kluge Leute vor vielen Jahren angefangen haben, das aufzubauen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir heute dazu nicht mehr in der Lage wären, so viele Sponsoren an Bord zu kriegen. Fakt ist, dass sich alle in Dülmen, also alle Sponsoren einig sind, dass der Dülmer Winter extrem wichtig ist für die Stadt Dülmen und auch für die Region und dass die ganzen Sponsoren dann auch relativ leicht zu bekommen sind, auch immer wieder mitzumachen. Bürgermeisterin Lisa Stremlau gab die Eisbahn frei. Ja, liebe Dülmnerinnen und Dülmner, ich eröffne jetzt den Dülmner Winter. Ich wünsche allen Kindern, allen Erwachsenen ganz viel Spaß. Schnell füllte sich die Eisfläche. Auch Nachwuchstalente wagten sich aufs Eis. In den nächsten 6 Wochen können Jung und Alt ihr sportliches Talent hier unter Beweis stellen. Daneben soll auch ein ständig wechselndes Programm sowie besondere Veranstaltungen Besucher anlocken, die nicht Eislaufen wollen. Fakt ist, dass wir, sag ich mal, 3 ganz große Veranstaltungen haben. Beginnt am 12. Dezember von der Victor gesponsert eine Feuershow auf dem Eis. Geht weiter, am 17. Dezember kommt der deutschlandweit bekannte Sänger Max Mutzke nach Dülmen über die Aktion Lichtblicke von Radio Kiepenkerl. Und am 27. Dezember gemeinsam mit der IDU veranstalten wir auch eine große Show, also Lights and Sounds on Ice heißt die. Also in der kommenden Woche eröffnet der Dülmener Weihnachtsmarkt. 45 Stände erwarten die Besucher. Und die kommen nicht nur aus Dülmen. Ja, wir können auf jeden Fall sagen, ganzes Münsterland und nördliches Ruhrgebiet ist auf jeden Fall vertreten. Da wird sich der eine oder andere sicherlich auch aus anderen Regionen hier vereinen oder einfinden hier, aber das ist so das Hauptgebiet. Bis zum 6. Januar 2016 sollen die Eisaggregate für hervorragende Wintersportbedingungen sorgen. Danach ist Abtauen angesagt. Dülmen Marketing hofft, dass bis zum Ende wieder 10.000 Besucher die Dülmener Innenstadt belebt haben. Haltern am See, Krippenweg 2015 in Siethen. Rund 60 Krippen können jetzt wieder auf einem Krippenweg am Siethener Schloss besichtigt werden. Zusammengestellt und organisiert hat die Ausstellung Bärbel Fahrwick. Etwas Besonderes erwartet die Besucher zur Adventszeit in Siethen. Zum 4. Mal haben Bärbel und Hermann Fahrwick einen sehenswerten Krippenweg auf dem Gelände des ehemaligen Siethener Schlosses zusammengestellt. Dieses Jahr gibt es ca. 60 Krippen. Das ist so ungefähr der Gleichstand, den wir auch vor 2 Jahren hatten. Aber Besonderheit ist, dass wir neue Krippenbauer gefunden haben, die begeistern konnten, da manche ausgefallen sind, gestorben sind oder nicht immer so kreativ sein wollen oder die Lust haben. Das ist ja auch ganz natürlich und normal. Familien aus Siethen, Grundschul- und Kindergartenkinder aus dem DRK-Kindergarten in Siethen beteiligten sich. Mit Eifer legen sie letzte Hand an, um ihre Krippe fertigzustellen. Ich habe den König da gemacht. Ich habe das Gesicht gemalt und ich habe geholfen, die Glitzersteine dran zu machen. Ich habe den mit dem blauen Schal, den König, gemacht. Ich hatte das Stroh hingelegt. Auch für die Erzieherinnen ist der Krippenbau eine besondere Herausforderung. In diesem Jahr nimmt der DRK-Kindergarten bereits zum 3. Mal teil. Dann ist der Gedanke schon vor 6 Jahren, ist das jetzt, weil alle 2 Jahre der Krippenweg stattgefunden hat. Und wir haben dann mit Maria und Josef begonnen. Das war sehr schön. Und im nächsten Jahr oder beim nächsten Mal sind halt die Schafe und der Hirte dazu entstanden und diesmal die Könige. Und ich habe immer wieder festgestellt, wie begeistert Kinder und Eltern sind, das mitzumachen. Nicht nur wegen der Krippen sollen Besucher zum Siethener Schloss kommen. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit musikalischen Beiträgen und Vorlesungen soll die Anwesenden auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Ja, wir haben wieder dazu das Café eröffnet. Nett ist einfach, dass man
diese Gemeinschaft pflegt am Schloss, dass so vielschichtige, viele Gruppierungen der Bevölkerung kommen und dass man wirklich dieses ruhige Ambiente, was hier ist, dass man das genießen kann. Es lohnt sich wirklich, nach hier zu kommen. Es ist so schön, auch abends mit der Beleuchtung, die wirklich hier überall ist. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was das kleine Dorf Sieten auf die Beine stellt und wie viele Gruppen auch sich hier beteiligen. Insbesondere total schön, die Grundschule, die Kindergärten machen mit. Und das Ambiente mit dem Schloss ist natürlich toll. Bärbel Fahrweg befestigt einen Stern im Ortszentrum als Hinweis auf die Krippenausstellung. Sie hofft, dass wieder viele Besucher den Weg zum Siedner Schloss finden. Der Eintritt ist frei. Über eine Spende freuen sich die Organisatoren, damit sie zum Beispiel die Stromkosten der Ausstellung decken können. Haltern am See, Nikolausmarkt 2015. Mit einem neuen Konzept und Aussehen eröffnete der Nikolausmarkt in Haltern am See seine Pforten. 26 Hütten, Verkaufsstände und eine neue Dekoration mit Weihnachtsbäumen bieten eine besinnliche Atmosphäre auf dem alten Markt. Kein Nikolausdorf, sondern ein Nikolausmarkt wurde jetzt auf dem alten Markt in Haltern am See aufgebaut. Durch den Wegfall des Dorfes mussten eine Reihe von neuen Hütten aufgestellt werden, um alle Standbetreiber unterbringen zu können. Es hat sich geändert, dass wir nicht mehr das Nikolausdorf mitten auf dem Marktplatz hatten und die Hütten drumherum gebaut haben, sondern wir haben mittlerweile ganz viele Hütten, 26 an der Zahl, in Halterns bester Stufe platzieren können. Das war natürlich eine aufregende Sache für uns. Wir mussten alles neu gestalten. Das war auch unser Ziel, dass wir kleine Gänge also organisieren, wo die Leute durchlaufen. Sie können zwischendurch an den Glühweinständen mal verweilen, aber zwischendurch immer wieder Kunsthandwerk, kreative Leute, die was verkaufen. Viel mit Weihnachtsbäumen gearbeitet. Ja, und somit haben wir halt ja, eine gemütliche Atmosphäre auf dem Markt geschaffen. Ne? Der erste Eindruck ist positiv. Der Posaunenchor der evangelischen Kirche unterhält mit weihnachtlichen Klängen. Herzlich willkommen hier auf unserem Bürgermeister Bodo Klimpel freut sich über das gelungene Bild des neuen Nikolausmarktes. Als besonderes Zeichen startet er den Countdown für das Anschalten der neuen Weihnachtsbeleuchtung. Wir zählen zurück von 10 auf 1, 3, 2, 1, an! Besonderheiten sind angesagt. So findet der Besucher unter anderem eine Forellenräucherei sowie einen Stand für Glühbier und andere Bierspezialitäten. Was neu ist, wir haben eine Aalräucherei zu uns auf den Marktplatz holen können, die sehr gut ankommt. Frischen Fisch, den man auch zur Weihnachtszeit gerne mit nach Hause nimmt. Dann hat es ganz früher schon mal einen Pizzastand gegeben, den wir jahrelang nicht mehr hatten. Der ist wieder zu uns nach Haltern gekommen, der ist neu mit dabei. Das Glühbier hat eine Temperatur von 80 Grad. Das ist ein Pilzbier aus der Flasche mit so einem Plöpfverschluss und das ist mit Kirsche und ja, mit Kirscharoma und schmeckt den Damen und den Herren ganz gut. Genau. Mit von der Partie sind auch in diesem Jahr wieder einige Halterner Vereine. Glühwein und deftige Hausmannskost gehören zum Angebot an diesen Ständen. Wir haben dieses Jahr uns einen kleinen Vorbau hier gebaut, weil das Nikolausdorf nicht mehr aufgebaut wird und wir ein bisschen Witterungsschutz benötigen, wenn das Wetter nicht so gut ist, dass wir da auch ein bisschen was für die Gäste tun können. Der Eindruck ist, wie gesagt, positiv. Also die Beschicker haben sich alle Mühe gegeben, so ein bisschen was zu machen. Und auch mit den Tannenbäumen hier. Das Konzept, muss ich sagen, ist eigentlich ganz positiv. Die neue Form des Nikolausmarktes kommt sowohl bei Standbetreibern als auch bei Besuchern an. Dem bisherigen Nikolausdorf trauert niemand mehr hinterher. Ich finde es sehr positiv, weil ich finde, das lockert die ganze Atmosphäre auf dem Markt ein bisschen auf. Wir hatten ja sonst so mehr wie so eine größere Hütte und ich finde es eigentlich positiver, so wie es jetzt ist. Wir haben bis dato immer ein Nikolausdorf gehabt, das war sehr interessant, aber mittlerweile, wie ich das heute gesehen habe, ist dieses Ambiente, was ich hier sehe, wesentlich aufwendiger und wesentlich bequemer und schöner, würde ich sagen. Ne?
Bis zum 13. Dezember kann der Nikolausmarkt jetzt täglich besucht werden. Die Betreiber hoffen, dass das Wetter mitspielt und die Kassen klingeln lässt. Dülmen, du und ich als Krippenfigur. Eine besondere Krippendarstellung haben sich die Akteure in der evangelischen Christuskirche für das bevorstehende Weihnachtsfest einfallen lassen. Normale Menschen von heute sollten als Krippenfiguren vor einer Fotokamera posieren. Maria und Josef wurden von einem iranischen Flüchtlingspaar gestellt. Etwas Besonderes haben sich die Verantwortlichen der evangelischen Christuskirche in diesem Jahr einfallen lassen. Sie haben Menschen aus der Gemeinde zu einer Fotoaktion eingeladen. Die Fotos werden später als Krippenfiguren vor dem Weihnachtsbaum in der Kirche aufgestellt. Wir machen ja seit vielen Jahren verschiedene Krippen, alternative Krippen, oft mit einer sozialen Kritik dahinter. Und in diesem Jahr dachten wir, wir machen mal Menschen, die sich ganz normal aus dem Alltagsleben heute auf dem Weg zur Krippe hin nach Bethlehem bewegen, um Gott zu erleben, um Gottes Nähe zu spüren. Im Mittelpunkt des Geschehens Maria und Josef mit dem Jesuskind, dargestellt von Mina und Daniel, einem Flüchtlingspaar aus dem Iran. Seit einem Jahr wohnen sie als Asylbewerber in Dülmen. Wir dachten, es ist ein guter Anlass, auch im Jahr, wo so viele Flüchtlinge zu uns kommen. Die werden uns bereichern, unser Leben bereichern, unser Leben bunter gestalten. Dass es eine gute Besetzung ist für Maria und Josef, da die auch hinterher sofort nach der Geburt unmittelbar fliehen mussten, passt das super. Jetzt hat unsere Mina uns die Nachricht überbracht, dass sie jetzt auch noch schwanger ist, was das Bild abrundet, selbstverständlich. Und für uns war wichtig, wir gestalten eine lebendige Krippe. Wir wollten nichts Statisches, wir haben gesagt, wir wollen Menschen filmen und auf dem Weg zur Krippe. Also werden wir in der Hauptsache Menschen fotografieren, die in Alltagskleidung daherkommen, die in irgendeiner Form etwas Symbolisches in der Hand tragen, ob das ein Licht ist, das könnte ein Hirtenstab sein, etwas in dieser Art. Die Fotosession läuft. Rund 50 Mal müssen die Hauptakteure sich unterschiedlich positionieren. Die Bilder sollen später vergrößert und auf Karton aufgezogen werden. Wir haben ganz wunderbar zu jedem Licht am Kirchenfenster geplant, eine Figur in Lebensgröße auszuschneiden. Das werden Roll-Ups sein. Ein Foto wird geschossen. Diese Figuren, die werden ausgeschnitten und werden hingehängt. Und dann werden wir das heilige Paar auch in Lebensgröße abfotografieren und werden das Ganze auf Kapperlein oder Depafit aufziehen und als Standees, als lebensgroße Menschen dann quasi vor unserem Weihnachtsbaum dekorieren und platzieren. Geduldig lassen sich Mina und Daniel in verschiedenen Posen ablichten. Sie fühlen sich als Mitglieder dieser Gemeinde wohl. Leute aus Deutschland sehr gut helfen. Es macht Spaß, Josef und Maria zum Beispiel. Alle Bilder sollen in den nächsten Tagen auf der Homepage der Kirche veröffentlicht werden. 10 bis 12 davon sollen dann als Krippenfiguren in der Christuskirche platziert werden. Hattern am See, Integrationsbacken in der Martin-Luther-Schule. Schüler und Flüchtlingskinder haben in der Martin-Luther-Schule gemeinsam Plätzchen gebacken. Verständigungsprobleme gab es dabei nicht. Veranstaltet wurde die Aktion vom Flüchtlingskreis Haltern am See. Als Beitrag zur Integration von Flüchtlingskindern veranstaltete der Asylkreis Haltern jetzt eine Backaktion in der Martin-Luther-Schule. Zusammen mit Schülern der Schule war Plätzchenbacken angesagt. Ja, es ging einmal um das Thema Integration, aber auch darum, dass die Kinder, die hier nach Deutschland kommen, einfach mal eine deutsche Tradition kennenlernen. Und das Keksebacken ist für mich eine ganz typisch deutsche Tradition. Und deswegen kamen wir darauf, dass man das doch mit den Kindern machen könnte, weil die meistens diejenigen sind, die am meisten leiden unter den neuen Situationen. Und dementsprechend wollten wir mal einfach was Schönes machen. Und mit Süßigkeiten spielen und backen und machen und tun ist ja immer was Tolles. Mit Begeisterung gingen die Kinder an die Arbeit. Viele stachen zum ersten Mal Plätzchen aus. Die Kinder kommen unter anderem aus Afghanistan, Syrien und Albanien. Verständigungsschwierigkeiten gibt es aber nicht. Ich halte solche Nachmittage für sehr wichtig, dass ein Zusammenkommen der Halterner Kinder und auch der Flüchtlingskinder ein bisschen gefördert wird dadurch auch. Wir hatten heute Glück, wir hatten viele Kinder, die gut Deutsch reden, ansonsten Zeichensprache oder Englisch, je nachdem. Ich denke mal, Kinder untereinander verstehen sich sowieso sehr gut und ich habe da auch kein Problem mit.
Dass alle sich an der Arbeit beteiligen, ist besonders für die Jungen neu. Gleichberechtigung in Deutschland, daran müssen sie sich noch gewöhnen. Ja, es ist ja definitiv ein Prozess, dass sich die Jungs auch daran gewöhnen, dass Deutschland ein bisschen anders ist. Und dass halt in Deutschland nicht der Mann ganz oben steht und sozusagen, ne, genau, die Frau darunter. Das merkt man bei den Jungs jetzt hier aus. Bilden sich relativ schnell Jungsgruppen. Und dann gibt es kleine Zankereien, aber ich denke, das hat einfach was damit. Das ist das Thema Integration auch. Nach einer Stunde duftet es nach frischen Plätzchen. Alle warten sehnsüchtig darauf, sie probieren zu dürfen. Sie freuen sich darüber, dass alles so gut geklappt hat. Wir backen jetzt und sowas. Mit Schokolade gemacht und mit Bonbons. Also ich habe Maschinenring gemacht, Plätzchen angemalt. Bisschen auch gegessen. Zum Schluss darf jeder noch ein Bild malen. Eine Tüte mit Plätzchen gibt es zur Erinnerung. In der kommenden Woche will der Asylkreis die Aktion wiederholen. Dülmen, Rowan Berry kauft Wiesmann Roadster. Das leerstehende Gebäude der ehemaligen Automanufaktur Wiesmann in Dülmen soll wieder belebt werden. Investor Rowan Berry aus London erwarb jetzt das Gebäude nebst Grundstück sowie alle Rechte zum Bau des Wiesmann Roadsters. Die Gläubiger hatten in einer turbulenten Versammlung in Münster dem Verkauf zugestimmt. Ende 2016 sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Die Automanufaktur Wiesmann in Dülmen 2012. 2013 dann die Insolvenz. Seitdem steht das futuristische Gebäude in Form eines Geckos leer. Denn bis jetzt konnte Insolvenzverwalter Dr. Norbert Küpper keinen passenden Bewerber für die Übernahme der Manufaktur gewinnen. Dann die überraschende Wende in den letzten Tagen. Rowan Berry aus Großbritannien zeigte sich interessiert. Er ist Inhaber des Softwareunternehmens Contech Global in London. Er will die Automanufaktur kaufen und die Automobilfertigung in Dülmen wieder anlaufen lassen. Rowan Berry ist ein Unternehmer aus Großbritannien, der bereits mehrere internationale Unternehmen führt und ein absoluter Autofan. Also der hat sich vor ein paar Jahren, fährt auch selber Wiesmann Roadster zusammen mit seinem Bruder oder mehrere Wiesmann Fahrzeuge und er hat sich vor ein paar Jahren einfach unsterblich in diese Marke verliebt und seit über 3 Jahren führt er Verhandlungen auch mit dem Insolvenzverwalter und hat dann vor einigen Monaten die Entscheidung getroffen, ich kaufe das Unternehmen, ich will wieder Autos bauen, made in Germany und vor allen Dingen made in Dülmen. Spannend wurde es in den letzten Tagen, denn ein Mitbewerber aus China zeigte plötzlich auch Interesse. Er lockte mit einem höheren Angebot. Eine schwere Entscheidung für die Gläubiger. Auf der Gläubigerversammlung beim Amtsgericht Münster fiel die Entscheidung. Die Gläubiger stimmten dem Kaufantrag zugunsten von Rowan Berry mit 5,77 Millionen Euro zu. Die Gläubigerversammlung hat den Kauf des Unternehmens Wiesmann zu über 99% aller Stimmanteile positiv bestätigt. Es gab einen Widerspruch dagegen und über diesen Widerspruch muss das Gericht nun in den nächsten Tagen entscheiden. Bei dem anschließenden Pressetermin erläuterte Rowan Berry und die neue Geschäftsführerin Anita Tatalovic die nächsten Schritte. Sie wollen versuchen, ehemalige Mitarbeiter wieder für eine Tätigkeit in der Automanufaktur zu gewinnen. Ja, das wäre natürlich unser großes Ziel, wobei jetzt über 2 Jahre nach der Insolvenz sind der überwiegende Teil der hochqualifizierten Mitarbeiter natürlich längst in Lohn und Brot. Da wird man in den nächsten Wochen verhandeln müssen. Natürlich ist das absolut wünschenswert, auch große Teile des alten Teams wieder zusammenzubekommen. Nach dem Auslaufen der Produktion hofft der Investor gegen Ende 2016 wieder Wiesmann Roadster mit einem neuen schadstoffarmen Motor ausliefern zu können. 250 bis 300 Fahrzeuge sollen jährlich weltweit neue Käufer finden. Dülmen, Kartäuser Winterzauber 2015. Zum 13. Mal öffnete jetzt der Kartäuser Winterzauber seine Pforten. Der Veranstaltungsbeginn löste bereits bei der Eröffnung ein Verkehrschaos aus. In rund 46 Hütten fanden die Besucher Geschenkideen, aber auch Angebote für das leibliche Wohl. Hinzu kamen 15 Verkaufsstände im Innenbereich der Werkstatt.
Insgesamt nur 4 Tage lud der Kartäuser Winterzauber zu einem Besuch ein. Nichts ging mehr bei der Eröffnung des 13. Kartäuser Winterzaubers. Bereits bei der Eröffnung hatten sich zahlreiche Besucher eingefunden. Werkstattleiter Christoph Lovens eröffnete die Veranstaltung auf der Bühne. Ein Vorteil, das Wetter spielte mit. Es blieb trocken. Es ist der 13. Kartäuser Winterzauber und wir haben uns das damals einfallen lassen, weil wir dachten, es braucht eine schöne Gelegenheit, auch mal die Arbeit der Menschen mit Behinderungen hier in den Werkstätten Karthaus der Öffentlichkeit zu präsentieren und ein schönes Event zu machen. Und da war ein Weihnachtsmarkt, bot sich da einfach an und das hat sich in den letzten 13 Jahren natürlich ständig weiterentwickelt und was geblieben ist, ist die Atmosphäre mit den beleuchteten Bäumen. Was immer mehr wird, sind die Besucher. Das ist, merkt man heute gerade. Früher war der Donnerstag immer noch der Geheimtipp. Mittlerweile ist ab 17 Uhr hier kaum noch ein Parkplatz zu bekommen. Das Angebot an Kunsthandwerk und Produkten aus eigener Herstellung kann sich sehen lassen. Besonders die Artikel aus der hauseigenen Holzwerkstatt und Textilien der Kollektion Karthaus fanden das Interesse der Käufer. Also wir sind jetzt im 13. Jahr, machen wir diese Veranstaltung, Kartäuser Winterzauber. Unsere Erfahrungen sind also einfach nur positiv. Wir haben hier die Möglichkeiten, dass die Produkte, die die Beschäftigten herstellen, hier zu präsentieren, einer großen Öffentlichkeit darzustellen. Die Beschäftigten sind auch in der Holzhütte, verkaufen ihre Produkte, also eine hohe Identifizierung mit den Sachen, die wir machen. Und das ist einfach insgesamt ein ganz toller Rahmen hier. Traditionelle Zinnfiguren als Christbaumschmuck und Raumdeko präsentierte Reinhard Güter aus Lüdinghausen. Er verkauft bereits seit Jahren auf dem Kartäuser Winterzauber. Ja, ich biete selbstgemachte Zinnfiguren an, jetzt mal im weihnachtlichen Stil. Und sonst haben wir durch alle Epochen durch sämtliche Gewerke da. Und zwar habe ich da ein Rohling zum Beispiel und davon mache ich mir eine Form. Diese Form ist Silikonkautschuk, hitzebeständig. Ich habe die Form hier hinter, aber kann ich nicht. Ne? So, und dann wird das Zinn heiß gemacht, reingegossen in die Form, kommt es raus. Dann wird das versäubert, wenn es klappt. Dann wird das grundiert, mit Plakafarbe mache ich das meistens, mit Acrylfarbe bemalt. Und dann kommt ein Überzug drüber, damit man es auch richtig anfassen kann. Neben den Geschenkideen übertraf das Angebot an Speisen und Getränken wieder alle Erwartungen. Ob Püree mit Kasslerbraten oder Bratwurst, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Besucheransturm bereits am ersten Abend erfreute die Organisatoren und Standbetreiber. Viele tausend Leute, die uns übers Wochenende besuchen, zählen. Wir haben überlegt, wie wir es zählen könnten. Es funktioniert einfach nicht. Bis zum Sonntag hat der Kartäuser Winterzauber jetzt geöffnet. Die Organisatoren und Standbetreiber hoffen, dass das Wetter mitspielt. Die Einnahme soll in vollem Umfang den behinderten Menschen in der Werkstatt zugutekommen. Weihnachtsmarkt Dülmen. Auf einem veränderten Weg durch die Innenstadt wurden die Hütten des Weihnachtsmarktes 2015 in Dülmen aufgebaut. Auch dekorativ wurde einiges geändert. Das Angebot ist groß. Ob Kunsthandwerk oder Leckereien, für jeden Geschmack ist etwas dabei und Eislaufen kann man auch noch. Der Duft von Reibeplätzchen, Bratwurst und Glühwein lag über dem Marktplatz. Der Geschäftsführer von Dülmen Marketing, Tim Weyer, begrüßte auf der Bühne die großen und kleinen Besucher. Anlass war die Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Wir haben insgesamt 45 Stände auf dem Weihnachtsmarkt, der sich jetzt nicht nur auf dem Marktplatz befindet, sondern auf der Victorstraße, an den Arkaden und auf dem Königswall. Als Zeichen der Eröffnung wurde ein 2 Meter großer Stollen angeschnitten und von den Mitarbeiterinnen von Dülmen Marketing verteilt. Zudem gab es noch 200 Einkaufsgutscheine von der Victor GmbH. Die Gesamtgestaltung des erweiterten Marktes kam bei den Besuchern an. Also ich finde den Weihnachtsmarkt schön wie im letzten Jahr auch und besonders finde ich die Eisbahn wieder einmal als Highlight für die Kinder. Also ich finde es schön, dass der Weihnachtsmarkt erweitert wurde. So entzerrt sich das Ganze nochmal ein wenig, finde ich gut. Der Eindruck ist sehr schön. Ich bin angenehm überrascht über die Atmosphäre, über die Häuschen und Angebote. Sehr schön. Es war bisher immer ein bisschen klein und so wirkt es großzügiger. Ich glaube, dass Dülmen ganz gut mithalten kann mit anderen Städten.
Das Angebot des Weihnachtsmarktes überzeugte. Die kunsthandwerklichen Stände präsentierten viele Geschenk- und Dekorationsideen. Bitte an die warmen Socken und handgemachte Seife. Ich bin schon seit über 20 Jahren hier auf dem Dülmner Weihnachtsmarkt und die Erfahrung ist eigentlich ganz gut. Ich mache das jetzt das dritte Jahr, also ist, ich finde es gut. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass am Freitag, wenn Markt ist, die Stände auch aufmachen. Denn ich finde das unmöglich, dass die Coesfelder Straße den Markt hat und die Stände erst um 15 Uhr aufmachen. Und das ist richtig blöd. Auch das leibliche Wohl kam dabei nicht zu kurz. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zudem sorgt ein buntes Rahmenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt und auf der Eisfläche für Unterhaltung. Bis zum 20. Dezember hat der Weihnachtsmarkt jetzt seine Pforten geöffnet. Unser Kinofilm Nachts im Museum 3. Das geheimnisvolle Grabmal. Nachtwächter Larry und seine historischen Freunde aus dem Museum Octavius Jedidia und Teddy Roosevelt, gespielt von Robin Williams, müssen eine abenteuerliche Reise nach London ins Britische Museum unternehmen, um ihr Überleben zu sichern. Denn die Tafel von Akhmenra beginnt ihre Magie zu verlieren und nur die ursprünglichen Besitzer, die Eltern des Akhmenra, wissen, wie diese erhalten werden kann.